Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin hier immer noch bei den Bären. Und haben ganz kurz pausiert hier. Der läuft ja nicht weg. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt noch vor der Horde unbedingt abschießen sollte. Nicht, dass der dann auch feral wird. Und dem möchte ich nicht so gerne da unten reingefallen haben. Ich muss noch ein bisschen auf die Zeit achten, weil so ein paar Sachen muss ich noch machen. Der Bär da hinten hat sich schon aufgelöst. Und er hat aufgegeben. Und dann gehen wir runter. Der muss doch mal umkippen auch. Oder nicht? Wie viel frisst der denn so? Oh ne, der andere Bär ist da hinten ja noch. Was denn jetzt? Jetzt ist er auf die Tanne aufmerksam geworden. Was macht der denn da? Der kriegt ja nicht mal den Baum kaputt. Das sieht komisch aus, dass er da treibt. Das war vielleicht jetzt meine Chance, ihn zu erwischen. Das war ein Sneak Damage Bonus. Ist er weg, ja? Den anderen lasse ich einfach mal. Das muss ich jetzt nicht machen. Na toll, alles ist verschwunden hier unten. Die Kante da gefällt mir nicht. Die gefällt mir gar nicht. Bis auf gerade kein Hammer oder sowas. Muss so gehen. Das wird mir schon nicht zum Verhängnis werden, hoffe ich. So, okay. Jetzt aber mal schnell. Och, der hat gar kein Fleisch gebracht. Och, Mensch. Okay, das packen wir jetzt hier einfach mal eben schnell weg. Das Wire-Tool reicht, glaube ich, nicht unten. So, Pinkelers. Gläser. Waffen. Wir wollten hier unbedingt noch den Sledgehammer. Okay, dann ist er halt wenigstens voll. Wir brauchen noch unsere Pistole. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Wir brauchen noch eine Pistole. So. Die Hedge ist zu. Ah, ich habe wohl Schwein gehabt. Sind noch mehr Bären dabei, oder was? Wo kommt der Hund jetzt her? Meine Güte. Ich würde mir ganz gerne hier noch eine, wie hieß das? Catwalk, ne? Woodcat, ne, eine Hedge kann ich nicht machen. Hier mache ich mir eine Wooden Hedge. Das letzte, was ich baue, ist, dass ein Spider noch von oben dazu kommt. Das ist etwas, was ich gerade gar nicht gebrauche. Mein Hammer ist unten. Wir haben was zu trinken dabei. Ich bin jetzt etwas nervös. Ich bin doch etwas nervös. Okay, so. Wollen wir mal eben kurz gucken hier. Das ist mir OBS komplett abgekackt. Einfach weg, komplett schwarz. Also nur der Aufnahmebildschirm. Unglaublich. So, was wollen wir machen? Das sieht stabil aus. 173 brauche ich wohl nicht, ne? Stahl. So, okay, pass auf, dann wir sortieren hier mal 150 davon. Wir machen das mal so. Das sind die wichtigen Sachen. Die will ich im... Ich glaube nicht, dass ich Zeit habe, die
Dings zu gucken. So, Concrete Mix. Ist denn das durchgehärtet hier? Na toll, da unten nicht. Aber hier oben ist uns durchgehärtet. Den habe ich vergessen. Den mache ich jetzt aber auch nicht mehr. So, Messer brauchen wir nicht. Wir brauchen die Pistole, brauchen vielleicht eine Axt, glaube ich aber auch eher nicht. Wenn wir runter. Wir haben hier noch genug Benzin drin. Turn on. Power Output 81 zieht er. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So. Jetzt können sie kommen. Wire Tool. Kann man ganz kurz in die Hand nehmen, ob das hier alles gut aussieht. Die haben Strom und die haben Strom so durch. Okay. Wie heil ist das? Guck mal, das ist schon mal ein Stahl, was da weggegangen ist. Aber das ist auch schon mal ein Stahl. Ja, okay. Vielleicht sollte ich nicht ganz so früh reparieren. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Den packen wir da rein. Neu verkabeln können wir dann eh nicht. Wir schießen erstmal die Pfeile leer. Ganz genau. Bringen wir noch mal ein bisschen rohes Wasser. Ich muss mir ein bisschen aufpassen, dass ich mit dem Hammer nicht jetzt versehentlich das gegen Stahl aufwerte. Da ich jetzt ja beides in der Tasche habe. Das geht aber nicht anders. Den Stahl brauche ich schon. Den Stahl brauche ich schon. Ich hoffe, dass das so klappt, wie ich das denke. Ach, ich habe jetzt trotzdem kein Antibiotikum. Naja, egal. Jetzt brauche ich auch keins mehr. Drück mal die Daumen. Aufnahme läuft, ne? Ton ist auch da. Bild ist da. Ja. Mal gucken, was da so kommt. Wir machen mal ein Fotos. Oh, geil. Wow, 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 wow. Mal gucken, wie kaputt ist das Ding? Ja, geht gut runter. Der oben auch. Ich muss ja mal eben mich konzentrieren ein bisschen. Okay, der muss hier mal weg, der Typ. Ich komme gar nicht zum Looten gerade. Geh kaputt da oben. Scheiße, das ist nicht gut. Das hätte nicht passieren sollen. Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist ein Problem. Der ist da hochgegangen. Oh, ich habe doch extra auf ihn geschossen. Das ist ein Problem jetzt. Jetzt muss ich alles per Hand machen. Und wenn der nächste Leuchter kommt, muss ich hier weg. Oh, das ist teuer. Das ist ein Problem. Ja.
Oh, das ist ein Problem. Egal, mach mal Stahl draus. Machen wir Stahl draus. Ich habe ein Problem, so sollte das nicht sein. Oh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wer hat mich denn da erwischt? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Auch mit dem Hund da nicht. Ich kann ja jetzt auch keine neuen Blades einsetzen, ne? Das geht auch nicht mal eben so schnell, da neue Blades reinsetzen. Ich habe keinen Stahl mehr. Ich brauche Stahl. Mach schneller. Das ist schon ein Problem, wenn das ganze Haus voller Zombies ist, oder? Irgendwie schon, ne? Und die Stahlpfeile helfen schon ein bisschen. Komm, wie die nachrutschen, ey. Ich hatte das ja mal vorher ausprobiert und ich habe es also geschafft, zwei leuchtende Spucker gleichzeitig da drin zu killen. Genau auf diese Art und Weise. Aber wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Es klappt ja nicht jedes Mal identisch, ne? Es muss ja nicht jedes Mal so funktionieren, wie man jetzt hier sieht. Oh, hier ist mal wenigstens was los. Also dieser Strom macht nicht wirklich viel Schaden. Komm, die machen wir jetzt wieder mit Knüppel hier. Ich glaube, das ist am besten, das ist ja übersichtlich hier. Mein Multi spawnt da oben auch schon. Richtig übel. Ey. Okay, wir können noch ein bisschen was looten. Lebt er noch? Und ich sollte mal einen Painkiller einwerfen. Das muss ich unten ausbauen. Ich sollte mir auch irgendwie eine Blade mehr. Unten war vielleicht doch schon zu voll. Ich werde es noch ein bisschen verfeinern hier.
Wie gesagt, die sonst hätte mir, wenn ich die ganz nach unten getan hätte, wäre das nicht gut gewesen, weil der hätte mir halt den ganzen Loot zerkloppt. Das weiß ich, das habe ich schon mal ausprobiert gehabt. Und Junge, da kann ich gar nicht drauf. Ich hoffe, dass da jetzt nicht noch jemand auf die Idee kommt, mir jetzt mal einen leuchtenden Spucker hinterher zu werfen. Warum sage ich sowas? Wenn ich sowas sage, dann passiert es doch erst recht. Wir wissen doch, wie das läuft bei mir her, oder? So. Ich werde das vielleicht auch noch mit Zwischenetage machen. Bis ich da doch so ein Entschleunigungsmöglichkeit irgendwie einbaue, dass die von den oberen mehr mitgenommen werden. Irgendwas muss ich damit machen. Das war jetzt in erster Linie alles arschteuer hier. Was ich hier fabriziert habe. Was hat mal richtig Geld gekostet? Und Stahl. Und Stahl hat's gekostet. Wie gesagt, ich habe es mal ursprünglich getestet und mehr als testen kann ich es nicht. Und es muss ja nicht immer eine 100% Garantie dafür geben. Wie gesagt, zwei von diesen Dicken, die habe ich hier schon durchaus handeln können. Das war vielleicht etwas Glück, aber es fühlte sich eigentlich ganz gut an. Und sag mal! Haut mir doch nicht immer alle. Mach ich doch auch nicht mit euch. Der wird erstmal aufgewertet hier. Machen wir die mal wieder alle auf 100%. Ja, I. So, den da. Den da. Die Decke hier. Eieiei. Komplett an vorbei. Okay, ich bleibe mal ganz kurz hier unten. In der Zeit kann ich hier schon mal eben ein bisschen aufwerten und reparieren. Wir brauchen auf alle Fälle mehr Metall. Das heißt, wir müssen mal irgendwo unsere Mine finden. So viel gibt es jetzt hier aber nicht dran zu verändern. Klar, es wird mich jetzt echt ein bisschen Elektronik kosten. Ich muss mal gucken gleich, wie viel Elektronik ich überhaupt noch übrig habe. Was denn, Mädchen? Findest du mich nicht? Oder was? So dumm kann man doch nicht sein. Sag mal. Wenn es so voll ist, treffen sie mich hier nie, ne? Aber jetzt haben sie alle Zeit der Welt, mir voll auf die Mütze zu schlagen. Ey, unglaublich, sowas. Aber ich sag mal so, dafür, dass ich hier quasi ungeschützt mit der Horde den ganzen Abend verbracht habe und das noch getut funktioniert, das hätte euch viel schlechter ausgehen können. Ich bin jetzt so unzufrieden nicht mit meiner Verteidigung. Natürlich, klar. In drei weiteren Horden darf mir das nicht passieren. Dann gibt es nämlich ein Problem schon. Das ist mir auch klar, aber das, wir sind ja dabei, das zu verbessern. Schlecht ist das System nicht. Es ist nicht schlecht. Per se. Okay, es hat gar nicht so viele Teile gekostet. Das ist cool. Ist gerade alles neu. Nase, lass das. So, dann können wir das ja auch mal fertig machen mit Stahl hier. Und mal reparieren. Dann ist das halt schon mal Stahl. Was soll's? Okay, du hattest noch Loot. Genau, dankeschön. In erster Linie hält so ein Hammer nicht lange, stelle ich gerade fest. Ich sollte mir da mal irgendwie einen zweiten Wurm machen beim nächsten Mal. Gut, dass ich die Nähgern dafür nicht genommen habe. Die wäre schon längst weg gewesen. Die Nähgern. Der hätte gar nicht so lange gemacht. Das dauert mal ewig, ne? Stahl zu reparieren. Also wenn die Jungs dann schneller schlagen können, als man nachreparieren kann, ist das schon durchaus im Rahmen des Unangenehmen. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch 47 Stahl, das ist ja gar nicht so schlecht. Da geht da gleich noch ein bisschen was bei drauf, weil wir müssen auf jeden Fall bei Loot-Ausflügen jetzt gucken, dass wir neue
neue elektronische Teile kriegen. Das Gute ist, ich habe noch oben zwei Klingen. Ich habe noch zwei Blades, die fertig sind. Die kann ich dann auch theoretisch dann gleich hier einsetzen. Das werde ich jetzt auch machen. Dann können wir uns auch gleich einen Schalter da oben mal irgendwie hinmachen oder so. Okay, jetzt habe ich auch keinen Beton mehr. Alles klar, dann haben wir halt keinen mehr. Dann machen wir hier unten mal sauber. Mal kurz ein bisschen wischen. Der Motor läuft immer noch. Dann können wir eigentlich mal abschalten, bevor wir die Klingen aufhängen. Bevor wir uns selber umhängen. Turn off. So, wir bringen da gleich mal neue an. Aufregend. Aufregend. Also, pff, hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Das war echt so. Ja, der Puls, ne? Das war schon, das hatte was. Das hatte echt was. Hat aber Spaß gemacht, muss ich sagen. Hat schon Spaß gemacht. Aber, ich hätte mir auch eine etwas andere Spaßverteilung gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Rarity können wir mal reparieren. Genau, irgendwo forged. Iron Repair. Was? Wo? Oh. Ach, so ein Kriecher. Business Wiring Tool habe ich unten gelassen, ne? Habe ich das hier unten gelassen? Ich glaube, das ist unten. Das Wire Relay brauchen wir und den Savage brauchen wir. Ah, wir haben ja noch Oil Shell. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. So. Ich nehme noch mal so einen Painkiller und noch mal so was zu trinken. Dann hätte ich nämlich ganz gerne hier oben einen Schalter oder so. Man hat mir vorgeschlagen, packt da doch Hatches drauf. Das könnte man natürlich auch mal ausprobieren, ob das die Zombies dann eher anlockt oder so. Das weiß ich gar nicht. So, also eine Blade kommt darauf. Ja, wie gesagt, das ist auch beabsichtigt, dass sie so steht. Also die Leute, die unten dann stehen, die werden von der Klinge nicht getroffen. Das ist aber nicht schlimm, weil ich dachte mir nämlich schon, pass auf, dann kannst du doch die Kriecher mit dem Hammer killen und musst nur aufpassen, ob da mal was Gelbes kommt und den dann sonst abknallen. Das ist schon so beabsichtigt. Aber wenn ich die auf den Boden stellen würde, dann würde es mir, glaube ich, den Loot killen. Und hochkant machen die Dinger, glaube ich, auch irgendwie Stress. Ich mache das nochmal so. Und den anderen mache ich da auch nochmal oben so dran. Oh, vielleicht nicht. Würde ich eigentlich ganz gerne zwei Klingen haben. Lass uns doch mal was anderes eben gucken. Gut, wenn da oben einer hochgeht, dann geht mir auch das Electric Wire. Hier darf keiner hochgehen. Es darf keiner von den Jungs explodieren. So einfach ist das. Das ist eigentlich recht einfach. Aber ich setze ihn trotzdem mal in die Ecke da. Das Wire Relay. Na, wenn dann in die Ecke. Machen wir den daran. Dann nehmen wir uns das Wiring Tool hier. Das wir jetzt nicht haben, weil wir das hier in der Kiste. Genau, da haben wir das. Das Wire Tool. Zack. Ne, ist ja total Blödsinn, was ich mache. Hey, wofür funktioniert denn das? Wie funktioniert denn das? Ich muss. Wie viel kabel ich denn jetzt? Ich will den ja daran hängen. Eigentlich will ich den an einen Switch hängen. Wo muss ich denn den Switch? Normalerweise würde ich doch den Motor mit dem Switch und den Switch damit verbinden. Und dann könnte ich es oben umschalten. Genau. Ja.
Aua. Wenn man sich einen Löffel in die Stirn hüllt, schiebt das auch nicht so geil. Ich will den Schalter aber oben haben. Und dann muss ich den mit da unten verbinden. Wird das nicht schwierig? Also. Wir verbinden den mal damit. Und dann gehen wir nach oben und hängen uns da einen Schalter an, oder was? Das ist mal, ich muss das mal eben ausprobieren für mich. Vielleicht dann machst du schon ein Stromtutorial und schließt mal auch einen Schlauch. So sieht das aus. Einen Schalter. Den machen wir mal. Bitte den Schalter. Achso, das ist ein Schalter. Dann machen wir mal daran. Und ich glaube, jetzt muss ich erst das da unten nehmen und dann rauflaufen. Ich glaube, viel einfacher geht das nicht. Bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt nicht das Kabel in der Hand verlieren. Ich werde damit wohl Leitern laufen können, oder? Es wird halt jetzt irgendwie rot, weil dann kann ich es halt nicht mehr setzen. Weil zu weit weg. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr rot ist. Ich hab's verloren, ne? Nee, es ist aber rot. Es ist aber sehr schade, dass es rot ist. Weil noch viel zu weit weg. Okay. Nee, dann gehen wir hier mal raus. Dann machen wir mal da einen ran. Vielleicht nicht unbedingt da. Wo uns beide hochkommen können, sondern da. Genau. Die Verkabelungsgeschichte ist aber wirklich eine schwierige, oder? Oder nicht? Kommt mir das nur so vor, dass das irgendwie merkt? Da musst du aber echt ganz schöne Wege laufen, um das einmal sauber zu verkabeln. Das Problem ist, dass ich von da aus ja eigentlich nochmal ganz nach unten müsste wieder, ne? Mich zurück zur... Ich bin mir gerade nicht so sicher, was mir das hier gerade so bringt. Hier will ich ja überhaupt gar nicht hin. Ich will ja hier hin. Dann müsste ich den jetzt aber unterbringen können. Och nö, ich doch. Kann ich den sehen da? Da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht an. Und jetzt hat er es verloren, ne? Alles klar, versuchen wir es nochmal. Das muss doch aber gehen. Das kann doch nicht zu weit weg sein. Ehrlich jetzt, das ist ihm zu weit weg. Warum? Den kann ich ja eh gedrückt halten, eigentlich, ne? Ja, wenn sich mein Landclaim-Block nicht wieder verabschiedet hätte, würde das auch gehen. Okay, wisst ihr was? Ich brauche da unten, ich brauche da nicht unbedingt einen Schalter. Ich kann auch im Keller gehen, wenn eine Horde kommt. Fertig. Dieses erscheint mir gerade einfacher. Der Block da muss weg. Ich dammer mir vielleicht nochmal separat Gedanken, das sollte man jetzt vielleicht auch nicht zwischen Tür und Angel so über den Zaun brechen. Das ist, ich glaube, das muss ich nochmal sehen, wie ich das mache. Also so auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal klar. Aber lass uns mal eben kurz die eine Blade hier verbinden, damit wir wenigstens wieder das in Betrieb nehmen können. So, was haben die überhaupt kaputt gemacht hier?
die Explosion hat mir den einen kaputt gemacht hier. Wie sie hier einfach an mir vorbeilaufen. Kommt doch mal runter. Ich locke euch an. Mit Lärm. Ihr seid doch Profibrot. Okay, das machen wir nächste Folge. Ich gehe mal eben raus und dann kümmern wir uns drum. Bis dann, tschüss.